In der heutigen Episode von der YouTuber-Insel ist extrem viel passiert. Ich kann nicht sagen, was alles passiert ist, Freunde. Bleibt bis zum Ende dran. Es ist, glaube ich, das beste Video auf diesem Kanal von der YouTuber-Insel. Es ist unglaublich. Let's go. Hallo? Candy? Reisender, sei gegrüßt. Hi, Willkommen. Vorsicht, hier ist eine Baustelle. Ey, bitte hier nicht elternhaft für ihre Kinder. Hier bitte nicht Candy, wer ist das? Ey, chill dich mal, Flauschi. Ich bin neu. Ich bin doch neu auf der Insel. Chill dich, Flauschi, chill dich mal. Sorry, ja, ich arbeite weiter, mal, Flauschi. Ey. Was geht denn bei der, ey? Ja, ich keine Ahnung, was bei der geht. Ich bin die Präsidentin, ey. Ich bin die Präsidentin hier von der YouTuber-Insel. Was geht denn bei der hier? Hau mal ab, ey, Alter. Okay, Mann, ey. Keine Ahnung, was bei der geht. Keine ich glaube, ich rede lieber mal mit Candy anstatt mit dieser Flauschi. Auf jeden Fall, ich bin jetzt hier das erste Mal in der Krümelküste, ne? Heißt ja hier korrekt, so, ne? Korrekt, korrekt. Ja, na klar. Guck mal, Candy ist echt korrekt, also. Kurze Frage, Candy. Und zwar geht's darum, ich war ja doch bei den Paul Beckert Hills, ne? Habe ich ja gewohnt. Ja, habe ich ja gewohnt. Ah, cool, cool. Und da hab ich mir auch ein Haus dazu geholt. Aber jetzt habe ich mir überlegt, ich habe hier gar kein Haus. Aber ich weiß nicht, ob dieser Präsident... Ja, leider alles voll. Alles was? Voll. Ja, da müsstest du auch Grundstück mit der Bürgermeisterin reden. Leider komplett voll. Die steht hier vor dir. Komplett ausgebucht hier an der Krümelküste. Aber ich will nicht mit Flauschi reden. Ich mache nur ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann kriegst du auch kein Grundstück. Ey, die ist so assi. Warum ist die so assi, Candy? Genau, ey. Ja, die ist immer so richtig, ey. Ja, leider sind wir komplett überfüllt und ausgebucht. Das tut mir richtig leid. Ihr habt ja keinen Platz mehr irgendwo. Gar guck mal, wie groß, wie groß das hier ist. Guck mal. Alles schon verkauft und reserviert. Ja. Und wann habt ihr wieder Platz irgendwann mal demnächst? Ja, ich sag mal so. So 10 bis 15 Jahre, würde ich sagen, wenn die ersten Häuser zusammenfallen. Hä, das ist viel zu lange. Dann gehe ich lieber zu den Himmelskriegern. Himmelskrieger sind auch sehr korrekt. Da kannst du es echt mal versuchen. Also nehmt ihr mich nicht auf. Wir haben leider gar keinen Platz mehr. Hier ist alles voll. Ja, gut, okay. Komplett ausgebucht. Ja, ist okay. Dann mache ich mal weiter und guck mal weiter. Dann. Ja, aber viel Glück dir bei deiner Suche, ja? Jo, alles klar. Danke dir, Candy. Ah, und gerne. Flauschi... Du, keine Ahnung, was mit dir los ist, aber du bist echt gemein. Tschüss. Ich hab gar nichts gemacht. Doch, du bist gemein, Junge. Weiß ich. Mit dir habe ich Angst zu reden. Ich gehe auf jeden Fall. Okay. Ja, bis dann. Ciao. Ciao. Viel Spaß euch noch. Ciao. Leute, okay. Ja, leider haben wir jetzt bei der Krümelküste kein Zuhause bekommen. Candy war echt korrekt. Weiß ich, Flauschi, habe ich ein bisschen Angst gehabt. Ich suche ja neues Zuhause und jetzt muss ich halt mal gucken, wohin ich hingehen kann. Also Krümelküste. Küste ist komplett voll. 10 bis 15 Jahre muss ich warten. Ich kann es vielleicht bei den Himmelskriegern probieren, ob mich jemand aufnimmt. Ich habe noch keine Gang, ich habe noch kein Team, gar nichts. Also muss ich jetzt mal schauen, wo ich nicht gehen kann. Ja, na gut, Freunde, okay. Wir können dich denn noch fragen wegen einem neuen Zuhause. Lukas vielleicht, der hat doch hier diese Himmelskrieger jetzt neu gemacht, oder? Hallo? Hä? Hallo? Luca, ey, a wife, hi. Warte mal, hey, wo ist denn der? Hier, oder? Ich bin unten im Lagerraum. Hier. Moin. Dings. Alter, was geht? Hi, ich war gerade Krümelküste. Hab mit Candy und Flauschi gelabert. Flauschi, keine Ahnung, komplett assi zu mir gewesen. Ich krieg keinen Platz bei der Krümelküste und ich versuche jetzt gerade ein neues Haus zu finden. Vielleicht auch einen Clan oder irgendwo, wo ich rein kann. Ihr habt doch jetzt diese Himmelskrieger, oder nicht? Ja. Ich wollte mal vorbeischauen, mir das mal so anschauen, was ihr da so macht. Und vielleicht kann man da ja interagieren und so zusammenhalten, vielleicht. Ah, interagieren also. Wo ist denn deine voll verzauberte Netherite-Rüstung? Du weißt doch, ich bin erst vor ein paar Wochen reingekommen. Ich war jetzt im Urlaub und bin jetzt wieder zurück jetzt. Deswegen habe ich noch nichts so. Ja, Digga. Also ich kann dir die Inseln gerne zeigen, aber ich glaube, das gibt keinen mit Beitreten und so. Ach so. Okay. Weil, Bro, wir sorgen halt für Frieden und so und wir brauchen halt, wenn, überhaupt nur die Stärken. Ich bin für Frieden. Ich bin für Frieden. Ich habe die ganzen Alpha-Clan-Banner zerstört. Eine Lampe, die schenke ich dir. Ah, Digga, mach's doch nicht über mich lustig, Bro. Nein, aber ohne Scheiß. Aber ist assi. Nein, ohne Witz, ich habe alle Alpha-Clan-Banner weggemacht. Ja, hast nicht gesehen. Korrekt, aber trotzdem fetzt sich jeder am 1 gegen 1. Wir passen halt auf, dass hier Sicherheit ist. Ja, aber du kannst mir doch und ein bisschen helfen. Wir können halt nicht mit Leuten anfangen ohne Rüstung und sowas. Aber du kannst doch ein bisschen helfen. So irgendwas Kleines. Ja, aber geht so weit sind so. Wir noch nicht, Bro. Wir sind bis jetzt zu zweit. Wir müssen noch alles vorbereiten, alles bauen und so. Wir sind noch ja, gar nicht irgendwo angekommen. Ja, aber zeigst du mir das bitte? Zeigst du ja, mir du das mal, wie es... Kannst gerne gucken. Okay, was hast komm. Du denn schon alles? Ja, willst du mal zu mir nach Hause kommen, was ich schon hab, Digga? Ja, zeig mal, oder hast guck du mal Rüstung irgendwas? Ja, komm mal mit, ich zeig dir jetzt, komm mal mit. Nee, bleib mal hier. Warte. Jetzt hier, bin wieder da, aua. Warte, jetzt, komm aua. Mit.
Ja, ich komm mal. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas hier rumliegen hab, was du haben kannst, okay? Ich glaube, bei dir war ich mal. Ich hab dein Haus bewertet. Dein Haus hat gewonnen tatsächlich, weil ich das so nice fand. Echt? Ja, ja, ohne Spaß. Oha, ich hab Digga, ein Video gemacht. Und ich hab nichts geklaut oder so bei dir, ne? Okay. Dafür gibt's ein Stack Raketen umsonst, Junge. Alter, voll korrekt. Ja, ich hab halt echt nicht so viel. Ich bin einer der neuesten hier auf der Insel. Ich war ja jetzt weg zwei Wochen. Ich hab nix. Timmy hat mir geholfen, Snoopy. Das war's. Alle anderen, weiß ich nicht, mögen mich nicht, glaube ich. Also der Alpha-Clan hat dir geholfen? Ja, aber ich bin nicht beigetreten. Mhm. No joke. Der hat gemeint, komm rein. Alpha-Stein hat mich angegriffen. Ich hab gesagt, nein, lass mich. Bin ich reingegangen. Noch Plankes Dia-Zeug, ne? Das ist jetzt nicht krass, aber da hast du wahrscheinlich selber schon bessere Sachen. Aber ist okay. Ich hab so eine... Keine Dia-Sachen? Ich hab gar nichts. Okay, okay, dann ist gut, dann ist bin gut. Ganz guck mal neu. Unten im Notfall mal ein paar Goldäpfel so. Boah, das ist gut. Wirst. Ja, Bro, wir haben alles in einem geheimen Schutzbunker, in, also unsere richtigen krassen Sachen, deswegen ja, habe ich da mal viel. Gucken? Darf ich da mal gucken? Nee, so? nee, Bro. Warum? Niemand. Den so. Zeigen wir nicht mal, keiner darf wissen, wo der ist und so, nicht mal die Zuschauer, keiner weiß es. Nur du und Armee dürfen dahin. Ja, nur wir beide. Wir haben da alles, unser ganzes TNT, unsere ganzen Stacks Dias, egal was, alles. Alles, was sicher ist. Der komplette Bunker ist aus Obsidian. Drumherum mit Lava, alle, also wirklich sicherer geht's nicht. Ja, aber Bro, zeig mal bitte eure Himmelsrüstung. Ja, wir können mal zu unseren Inseln fliegen. Okay, aber lass mal gehen. Oder wobei, es geht schneller hier rüber. Warte, komm mal mit. Jo. Einfach nur hier unten wieder landen. Fliegen wir hinterher. Ja, warte. Und jetzt hier, genau wo die Mauer aufhört. Ist es ein Geheimgang hier, Alter? Nö. Das hey, normal. Was ist das? Vom Rathaus. Okay. Hier wird Lava gesammelt. Hier kannst du Lava rausholen mit Eimern. Ah, okay. Hier ist normaler Nether Highway. Hier geht's einfach rein. Aber da können wir jetzt durch, um zu eurer Himmelsgegend also, da ranzukommen. Pass auf, komm nach vorne hier. Ja. Und jetzt musst du mir hinterher fliegen, okay? Jo. Aber Vorsicht, wenn du hier im Nether in die Lava bist, du weg. Ey, aber ey, ich hab voll viele Ja, okay. Du schaffst das, okay? Ja, okay. Mir hinterher fliegen, wichtig. Ready? Ja. 3, 2, 1, go. Einfach hier unten durch. Oh Gott. Und Alter, Bro. Und hier hoch. Wo hoch? Warte. Hier bei mir, einfach zu. Es war gefährlich. Ich bin noch nicht so gut mit der Elytra. Oh, Digga. Also, kannst du mal eine Line vielleicht? Da war vielleicht? Ja nicht mein Hindernis oder so. Ja, ich bin noch nicht so gut in Minecraft, Bro. Elytra ist schwierig. Bro, ich hab dir vor einer Sekunde eine ganze Dia-Rüstung geschenkt. Ja, aber ich kann Elytra so auf Lau jetzt, vielleicht. Ich hab gar nichts, Junge, nichts mehr. Da muss ich jemanden fragen, Mann. Soll ich zu Flauschi und fragen? Aber die ist schon assi. Bro, ich geb dir echt einen Tipp. Pack dir eine Pickaxe und farm dir erstmal so die ganzen Sachen, die man so braucht. Ich hab richtig viel. Ich hab nur keine Elytra. Du hast doch nicht mal eine Dia-Rüstung. Ja, ich hol mir eine Elytra und dann komm ich vorbei, okay? Ja, okay. Du brauchst die Bro. Wir sind Himmelinseln. Also, du musst da hin und her fliegen. Ja, okay. Ich komm gleich wieder. Ich hol mir kurz was. Ich ja, frag Flauschi. Aber dann musst du wieder durch Nether, ne? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist dann. Doch, ich schaff das dann. Oder ich frag Max. Max hat doch alles. Frag Max. Okay, hau rein. Ey, Mann, niemand kann mir helfen. Da hinten ist ja sein Haus. Geradeaus, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob er da ist. Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht ist er auf Flauschi-Insel oder so. Ich weiß auch gerade generell nicht, was er genau macht. Aber frag ihn doch einfach mal. Ja, okay. Wo ist sein Haus? Genau geradeaus. Da vorne. Direkt hinter der Paulberger-Schrift. Jetzt geradeaus durch. Okay. Ich schau jetzt mal, ich muss halt jetzt voll laufen und so, aber ich guck jetzt mal, ob der da ist, aber der ist bestimmt über der Krümelküste. Na, totes Hähnchen. Ey, lass das Hühnchen in Ruhe. So, hier, Paulberger Haus, ne, das da. Genau, ja. Nee, was ist das denn für ein Schmalspurhaus, Junge? Was? Hier die Villa, Junge, mit dem Heli. Ah, hier. Das hier ist die Bude. Max! Ach, guck, hi, Crymax! Ja. Ah, der ist da! Ey, ich hab dir hier einen Noob mitgebracht, der gerade seine Sachen verloren hat. Ey, Candy! Ich hab alles verloren. Was ist denn hier los? Also guck mal, ich erkläre euch kurz alles. Ich also wollte. Lukas, du bist willkommen hier, aber du, keine Ahnung, wer du bist. Ey, Junge, ich hab grad alles verloren. Aber ich hab auch einen Termin mit Candy. Candy, komm her. Ja, aber ganz kurz, ich will dich nicht lange aufhalten, okay? Ich wollte gerade zu den Himmelskriegern und ein bisschen bestaunen, bin in die Lava gefallen. Jetzt habe ich keine Elytra mehr. Und Lukas hat keine mehr. Und ich wollte dich fragen, Max, weil du ja schon reich bist, ob du noch vielleicht eine Elytra für mich hast. Aua, ja, ich ey. Hab nur eine, aber ich hab Elytra gehört. Ich bin Elytra-Boss. Ich hab 20 Stück. Candy hat einen Shop, einen Elytra-Shop. Ich hab einen Elytra-Shop sogar. Ich hab auch einen Elytra-Shop. Aber sorry, leider alle ausverkauft. Ey, Digga, wie assi seid ihr alle? Ey, Flauschi, weg mit dir. Ey, warum schläfst du Flauschi, Junge? Flauschi war assi zu mir vorhin. Junge, Candy, du warst korrekt vorhin. Chill doch. Ja, kann mir jemand eine Elytra geben? Ja. Was war das? Mein Horn.
Ja, guck mal, Lukas ist, Max ist korrekt wenigstens, also, er gibt mir eine. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo man für Elytra noch ins End gegangen ist. Ja, aber ich bin noch neu. Niemand will mir helfen. Wir wissen, was ein End ist. Seville denkt einfach, er kriegt von mir eine Elytra geschenkt. Komm, wir müssen weitermachen. Hallo Jungs, jetzt gib doch mal bitte eine. Der Einzige, der mir geholfen hat, war Timmy. Los, ne? Meine wollt ihr euer Ernst? Seville, ich hab zwei Stück. Ich kann dir nicht eine geben. Ja, aber Candy hat 20 Stück. Junge, geh doch farmen, Junge. Für wie viel verkaufst du die denn in deinem Shop? Ja, aktuell noch nicht. Wir sind noch in der Preisfindung. Gegen Netherite-Sachen. Gegen Netherite. Ich hab Lofties, Gottes Pickaxe und Schaufel zum Beispiel. Ja, Diebesgut. Ja, Diebesgut. Das, nee, damit habe ich nichts zu tun. Ey, das ist kein Diebesgut. Lofty hat die mir gegeben. Ah, okay. Ey, warum? Okay. Ey, wartet mal. Nein, das geht jetzt gar nicht hier. Nicht, dass Lofty jetzt noch kommt. Leute, ich muss weiter. Ich muss meinen Shop ein bisschen pflegen. Noch ein paar Hydra, die ich verkaufen muss. Danke, Jungs. Toll. Ja, ich muss auch mal los. Mein Lukas. Vater ruft, meine Mutter ruft. Aber wenn ich eine Elytra hab, komme. Ich muss los. Aber wenn ich eine Elytra hab, komm ich. Ja, Leute. Niemand will mir gerade helfen auf der Insel. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, die haben mich so ein bisschen gemobbt. Ja. Ey, Timmy! Hey! Du bist dieser Hacker! Ach nee, du bist doch Seville! Ey, Timmy, jetzt chill mal kurz. Ja? Ich glaube, ich wurde dick verarscht. Ohne Spaß jetzt. Ich wurde dick verarscht. Wer hat dich hochgenommen? Ich warte, ich weiß wer. Ich muss gar nicht lang überlegen. Ja. Entweder waren es die Lotus Loser Clans, Himmelnoobs oder. Ah, ja. Himmelnoobs. Ja? Himmelnoobs, ja. Bro, ich hab alles verloren. Ich hatte Elytra, ich hatte Diamantrüstung, die hat mir was geschenkt, a wife hat mich dick geprankt. Weißt ich hab nichts mehr. Weißt du, was wir machen? Ja. Erst will ich wissen, wie er dich geprankt hat und dann helfe ich dir auf jeden Fall, weil niemand wird ungerecht behandelt im Alpha-Clan. Seid ihr echt korrekt, Alpha-Clan so? Wird echt da niemand, weil ich wurde von vorn bis hinten verarscht. Ich sag dir kurz, wie ich verarscht worden bin, ich konnte es nicht glauben. Leute, ich konnte es nicht glauben. Ich wollte fragen, ob ich seine Himmelskrieger-Insel sehen darf. Ich wollte sie einfach mal angucken für mein Video. Ja? Schmutzinsel, ja. Und dann sagt er, ja, hier, du musst dann hier durchfliegen, zeigt er mir irgendeinen Weg und dann bin ich, und da war Lava und ich kann ja noch nicht so gut fliegen, ne? Und so. Und dann bin ich in Lava gefallen und dann ist rausgekommen, der hat mir eine Falle einfach gestellt und ich habe alles verloren. Was? Elytra, Oha. Bro, aber wie hat er denn das gemacht? Was war das für eine Falle? War das so eine Redstone-Falle oder? Ich zeig's dir, komm mal mit, ich zeig's dir. Okay, aber ich will jetzt nicht draufgehen, wenn das so eine Falle ist. Nein, Bro, auf mich kann. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich bin bei keinem Clan, ich will keinem Schaden zufügen. Ich habe jetzt wirklich nur Stress mit der Wife, weil das geht gar nicht, was sie gemacht hat. Ah, okay, ich sag's mal Witz. So: Der Feind meines Feindes ist mein Freund, ne? Ja, und so ist auch das Sprichwort. So, jetzt komm mal mit, ja. Genau. Ich habe jetzt halt leider keine Elytra, aber ich zeig's dir mal. Also, wenn du es wirklich ernst meinst, dann werde ich natürlich auch equippen, ne? Dann musst du auch. Equippst du mich dann? Ja, natürlich, klar. Wie gesagt, der Feind meines Feindes ist mein Freund und bis jetzt haben wir auch keinen Stress gehabt. Also, wo gehst du eigentlich hin, ey? Komm mit, komm mit, ist ein bisschen komisch. Das ist da hinten. Der Jump'n'Run hier, hä? Ja, ich habe ja keine Elytra, ich muss ja leider so laufen, ich kann ja nicht anders. Willst du zum Nether-Portal oder was? Genau, hier ist was, guck mal. Ah, ja, dann, genau, das Portal. Und dann hier, und dann gehen wir mal rein. Wenn ich jetzt drauf gehe, dann bist du tot, ey! Nein, so, pass auf. Und hier hat er jetzt gesagt, pass auf, komm mal zu mir, oder wo bist du? Ja, hier, okay. Und hier hat er jetzt zu mir gesagt, ich muss fliegen, und dann ist er irgendwo hingeflogen, hat gesagt, ja, auf den Stein, und dann bin ich gestorben, und dann, ja. Bro, wie eklig, er hat da einfach Lava platziert mit seinem Eimer oder so. Ja. Bro, er hat das mit Absicht gemacht, Und ich wusste das nicht, ich bin ja noch neu, ich habe keine Ahnung, dass hier keine Lava ist sonst. Bro, ich sag dir ehrlich, ich werde dir jetzt erstmal ein bisschen was geben hier. So. Ja, Ehrenmann, Bro. Und du musst dich rächen bald, deswegen. Hier hast du das auch. Ja, ich werde den zerstören, sorry, aber ich bin gut mit. Ich hab ihm richtig geglaubt, Leute. Ich bin richtig verletzt, ohne Spaß. Ich glaub dir das. Also, du meinst das wirklich ernst mit dem ganzen Alpha-Clan und so, oder wie? Wenn du mich gut equipst, mir eine Elytra wiedergibst und ein paar Sachen, ich glaube, ich komme in Alpha-Clan und dann werden wir diese Himmelskrieger zerstören. Ich will gegen diese Himmelskrieger alles einsetzen. Mir kackegal. Ich glaub dir das. Wenn du alles gegen die einsetzen willst, das kommt mir sehr, sehr gut entgegen. Ja. Aber
Lass mal erstmal wieder raus. Lass mal raus, ja, ja, bevor hier wieder irgendwelche. Guck, der greift mich schon an, der. Aber so. Hier kommt man ja nicht zu der Himmelsstadt wirklich. Der hat mich echt geprankt, oder? Nein, da kommt. Hä, die Himmelsstadt ist komplett woanders. Warum sollst du da hinkommen, hä? Hey, also, ich sag dir ehrlich, Sebel, du wurdest richtig hochgenommen. Und das sollte man nicht auf sich sitzen lassen, weil genau das haben die ganzen Jahre auch mit mir gemacht. Und mir reicht's, weißt du? Die haben meinen Hund gesprengt, mein Haus gesprengt, hey, meine Yacht. Siehst du meine Yacht? Sieht toll aus, ne? Ja. Einfach weg, alles kaputt. Und dann sagen die Leute, du bist unfair, weil du jetzt auch Sachen sprengst. Ja, aber die können sich alles rausnehmen, oder was? Das geht so nicht. Das geht nicht. Guck mal, das Ding ist, ich bin Noob, ich kenne mich noch nicht so gut aus in Minecraft und ich habe die Elytra verloren, das Wichtigste, so eine der wichtigsten Sachen. Ja, pass auf. Ich werde dich equippen, da hast du mein Wort, aber du musst auf jeden Fall erstmal eine Prüfung machen, weil ich muss sehen, ob du es ernst meinst. Das kann ja jeder kommen und das sagen, weißt du? Nein, ich meinte es ernst. Ja, das hat schon sehr, sehr krasse Sympathiepunkte und ich finde das null okay, was du da gemacht hast, was die da gemacht haben, ne? Das geht gar nicht klar, ey. Ja, Digga, wieso macht man denn einfach eine Falle für dich, hä? Und ich habe es wirklich geglaubt, wirklich, da war nicht, ich wollte einfach nur die Himmelsinsel sehen für mein Video. Ich wollte ein paar Leute fragen, ob ich ein neues Haus haben kann. Ich war in der Krümel. Küste, die haben gesagt, nein, alles voll. Dann wollte ich zu Lukas und zu Amir gucken, ob ich da ein Grundstück haben kann, bei den Himmelskriegern mitmachen kann. Na, und dann wurde ich ja eh verarscht. Ja, nein, das geht gar nicht. Was muss ich jetzt für eine Prüfung machen? Also ich brauche auf jeden Fall ein paar Sachen, ey. Timmy. Weiß, ich werde auf jeden Fall mir was überlegen. Ah, das ist echt schwierig. Wer hat denn den Prank gemacht? War das Awife oder was? Es war Awife. Oh, okay, ich sag dir, nee, it's no joke. So war ich hier sitze, der Typ wird dick Stress mit mir haben. Bro, okay. Pass auf, ich habe auch noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Wir machen das so. Wir gehen zu Awives Haus hin. Und du musst, das werde ich dir gleich verraten, okay? Das ist die Prüfung. Ja, ich werde, du musst da ja, aber du verarschst mich nicht, Bro. Ich bin Noob, ich weiß noch nicht, wer zu wem gehört, jetzt ohne Spaß. Wenn du das machst, dann gehen wir zu meiner Ender-Chest und ich gebe dir coole Sachen. Okay, können wir machen. Okay. Ich bin am Start, ich habe TNT, komm, let's go. Ja, ich denke, du kannst dir schon ein bisschen denken, was gleich folgt, oder? Ja, aber guck mal, ich sag mal so, jeder sprengt ja immer irgendwas und so, ne? Das ist ja so die Rache und so, ne? Ja, aber, das ist korrekt. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, ich mach das gar nicht kaputt, sein Haus. Was? Hä? Was willst du denn dann machen? Willst du sagen, ey, danke, dass ich draufgegangen bin, Sebel, oder was? Weißt du, was ich von dem kaputt mach? Was nicht denn? Nicht sein Haus. Ja, warte, komm mal ich mit. Zeig dir jetzt. Hier rein, so, zack. Ich zeig dir jetzt gleich, was ich von dem kaputt mach. Was willst du denn von ihm kaputt machen? Ich sag's dir noch nicht. Nein, gleich. Okay. Ich zeig's dir gleich. Ja, bei seinem Lager. Liste. Oh, warte. Ja, okay, das ist eine gute Idee. Sein Lager ist eine sehr gute Idee. Wie wär's, wenn wir hier alles kaputt sprengen? Ist da was aber drin? Ich sag dir ehrlich... Drin? Warte, ich muss schauen, ob da was drin ist. Oha! Bro, jetzt auch noch mal viel Schwarzpulver. Ja. Nein. Aber, okay. Guck mal, ich bin eigentlich nicht so ein Assi wie alle anderen, weil dann mache ich mir Feinde auf der Insel. Ich lass die Leute entscheiden, bei dir und bei mir. Ob wir das zusammen sprengen sollen oder nicht. Du musst hier auf jeden Fall was sprengen. Was redest du da? Ey, Timmy, chill. Ich muss mit den Leuten... Die Abonnenten dürfen entscheiden, ob wir das sprengen sollen nach der ganzen Aktion oder nicht. Die dürfen entscheiden, ob du hier dein ganzes Lager kaputt machst. Aber du musst heute auf jeden Fall was sprengen, Serve. Sonst kann ich dir leider nicht helfen. Das ist nun mal die Alpha-Klasse. Ja, aber ich will nicht Assi werden, Bro. Ich will nicht mit ihm Stress haben. Bro, er hat mich hochgenommen. Ja, weißt aber ich habe ein gutes Herz. Ich habe trotzdem ein gutes Herz. Ich zeig dir jetzt was. Ich mach das einfach in deinem Namen. Ich sag das in deinem Namen. Nein, Timmy. Timmy, komm mit. Ey, Timmy, ich hab nichts gemacht. Niemand wird sich mit dem Alpha-Clan anlegen. Timmy, ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gesprengt. Es geht auf deine Kappe, Timmy. Okay? Was, Seville, genau das ist doch das, warum die sich alles erlauben können. Weil die Angst haben, weil die wissen, dass wir nichts machen. Das ist das Ding. Die spielen die ganze Zeit ein Spielchen mit uns. Checkst du das nicht? Wir müssen doch mal durchgreifen. Ist doch schön und gut, dass deine Community sich entscheiden kann, ob wir das hier alles sprengen oder nicht. Ey, Timmy, mach's weg. Hör auf, Timmy. Wir sprengen das jetzt nicht. Nein. Alles gut. Nein. Aber Vive muss seine Lektion bekommen. Ja, der bekommt doch seine Lektion. Ich hab schon seine TNT-Farm gesprengt. Ich hab seine Creeper-Farm gesprengt. Denkst du, er will jetzt nicht irgendwie mich hochnehmen oder so? Aber ich muss kurz Lofty schreiben.
Ja, mach mal. Selbe, so geht das nicht, Mann. Die Leute spielen einfach nur Spielchen mit dir. Die denken, die nehmen dich nicht ernst. Bro, du hast jetzt gar nichts mehr. Ich hatte gestern auch nichts mehr. Gestern wurde ich von Stani gespawntrapped die ganze Zeit. Ja, aber Timmy... Und schau mich heute an. Ich bin full OP. Ja, Timmy, ich sag dir ehrlich so... Ja, ich, was guck mal, denn? Wenn du mir noch einmal was gibst, ich will's aber... Ich sag's nein, so... ich mach das für... Ich muss sowieso das ich hab machen. Mich von ich meiner Wut... Das... Ich hab mich ja. von meiner Wut leiten lassen... Und ja, okay, okay. Also willst du jetzt davon abblasen, oder wie? Willst du das nicht mehr machen? Ja, ich will es nicht sprengen. Sollen wir die ganze Sache abblasen, Seville? Ich will es nicht sprengen oder ich lasse meine Abonnenten entscheiden, aber jetzt mache ich nichts. Lass deine Abonnenten entscheiden. Ich muss, also meine Abonnenten haben schon entschieden und die meinten, ich soll das hier nein, machen. Nein, Timmy! Für den Alpha-Clan! Timmy, nein! Oh! Siehst du, so macht man das. Timmy, hör auf damit, Digga. Keine halben Sachen, keine halben Sachen. Timmy, wegen dir krieg ich noch mehr Ärger, Digga. Bro, er hat dich hochgenommen, Mann. Und jetzt willst du auf den sagen, nee, ich will doch nicht, ich trau mich nicht. Dies, das, Ananas, Bro. Die machen mit dir, was sie wollen. Das ist das Ding, die müssen ihre Grenzen kennen. Mann, checkst du's doch. Ja, Timmy, du machst aber auch nur Stress, Bro. Ich sag dir ehrlich, ich guck das, das mit... Stress, ich mach das für den Alpha-Clan. Ja, ich wollte vielleicht sprengen, aber ich hab dann überlegt und hab nachgedacht. Es ist nicht klug, das zu sprengen jetzt. Okay, ja, okay. Nee, du hast recht. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz schlimm, was ich gemacht hab. Timmy, du bist korrekt. Nein, ich hab nichts gegen dich, ich geh jetzt mal wieder zurück. Ich hätte dir Sachen gegeben, ich hätte dich equipped wie mein eigenes Kind, aber du machst jetzt so und machst einen 30er. Bro, was soll ich davon halten, hä? Ja, du kannst mir doch so Sachen geben. Ja, natürlich. Ich verschenke einfach Sachen und am Ende bekomme ich auch einen 31er-Move, ne? Genau, ja, super. Das machen wir auf jeden Fall so. Kein Problem. Ja, ich zeig das ruhig jetzt mal. Ey, wer ist da? Ey! Timmy! Wer soll denn da sein, hä? Timmy, hier ist jemand! Stehen bleiben! Da schon wieder sein? Stehen bleiben! Wer ist denn? Ey! Ist jemand? Da ist jemand, der spioniert uns! Besser! Hallo! Da hat uns jemand spioniert. Ach, Bro, niemals, hä? Doch! Was ist das? Doch! Bro, wer spioniert uns denn jetzt nach, ey? Ach, egal. Ey. Ja, egal. Seville, entscheide dich bis morgen. Nein. 24 ja. Stunden, du hast Zeit, ja? Okay, Timmy, wir sehen uns. Ich will morgen eine Antwort von dir hören. Ja, wenn nicht, ich bin enttäuscht von dir. Dann kannst du aber nicht erwarten, dass ich dir helfe. Okay, Timmy. Korrekt, danke alles dir. Alles klar, Seville. Mach's gut, ciao. Danke dir trotzdem. Ciao. Alter, Leute, wie viel ist in dieser Folge gerade passiert? Ich wurde dick von der Wife-Hops genommen, jetzt ohne Spaß. No joke, ich schwöre auf alles, ich wusste es nicht. Ich habe das alles geglaubt und dachte, okay, er will mir was zeigen. Entscheidet ihr, was soll ich machen? Soll ich irgendwo beitreten? Was soll ich machen? Ich bin neu, ich bin ein Noob in Minecraft. Ich habe noch gar keinen Plan, was abgeht. Schreibt bitte rein, wie wir es hier machen. Ich bin raus dann und ciao.